Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum hier bei Crash 45 89. Wir befinden uns nun wieder im Team Kalfa-Steck. Wir haben im letzten Part die beiden Krypto-Pokémon, die sich hier befinden sollen, einkassieren können. Also das Krypto-Farbigel und das Krypto-Ursaring. Und wir mussten feststellen, dass, weil wir sind nämlich auch hierher gekommen, weil das Gerücht um sich gegangen ist, dass Team Kral jetzt eine neue Kral-Maschine repariert hätte. Aber das war nur eine Falle von denen. Die haben sich das nur ausgedacht, um uns herzulocken. Und ja, das war's jetzt. Ich dachte, wir würden es auf Kral nochmal treffen. Und vor allem finde ich noch, es waren ja einige Trainer, die Venus beschützt haben letztes Mal noch am Start. Und die sind jetzt einfach weg. Es fehlt immer noch das eine Sneeble von der Bikerin. Denn wir sind ja, glaube ich, der einen Jägerin nochmal begegnet. Also jedenfalls den Trainern, die was Venus beschützt haben. Vielleicht kommt da noch was. Naja, wir haben jedenfalls die beiden. Gucken wir uns das mal an. Hier, die beiden Pokémon auch. Oh, ein Kassel. Potrot? Was? Wo? Ein Potrot? Wo soll sich denn jetzt hier noch ein Potrot aufhalten? Wo gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir erstmal nach Pyritus zurück. Vielleicht kommt da noch eine Info per Mail. Nein? Und wo müssten wir jetzt lang? Wie steht's mit Orkus? Nein, hier in Orkus bekommen wir auch keine Mail. Ach so, vielleicht sollten wir Bescheid geben. Ja, dann gehen wir halt nochmal runter und geben den Kids Network, die uns ja von den Krypto-Pokémon, also sowohl von den Krypto-Pokémon als auch von dem Gerücht von der Kral-Maschine erzählt haben über Mail, Bescheid. Also, informieren das Kids Network darüber, dass das Gerücht mit der Kral-Maschine wirklich nur ein Gerücht war. Oh, und wie komme ich an dieses eine verdammte Item ran? Mir fehlt immer noch so eine Disc für dieses UFO. So eine UFO-Disc fehlt mir immer noch. Na gut. Wir reden mal mit dem Kids Network, weil ich glaube, Byte war es, der uns die Mails geschickt hat. So, Byte. Ah, Chris ist mein Foto angekommen. Die technische Möglichkeit. Ungemein praktisch. Ja, und? War es das schon? Was sagst du dazu? Hat Byte wirklich ein Foto von mir geschickt? Ja. Oh nein, wie peinlich. Achso, ja, er hat dann nämlich eine Test-Mail geschickt mit einem Foto. Ach ja, genau. Ach komm, das ist doch nicht so schlimm. Ich meine, klar, du guckst jetzt nicht in die Kamera, aber trotzdem. Ja, aber die Sache jetzt ist die. Wie geht's jetzt hier weiter? Wir sind jetzt wieder in Orkus, aber mehr gibt's da auch nicht. Ich sollte vielleicht vorher meine Pokémon heilen. Oder ich gehe am besten gleich. Ach, ich muss ja noch eine UFO-Disk. Ich muss ja noch das UFO aktivieren. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Was soll man da noch machen? Und ich wüsste auch wirklich gern, was in diesem Kolosseum hier vor sich geht. Wie stark werden hier die Pokémon sein? Weil ich meine, in... Das war Pyritus, oder? Pyritus sind alle Pokémon auf Level 50. Zumindest ist der erste Trainer der Pokémon auf Level 50, gegen den ich mal testweise kämpfen wollte. Hat mich wirklich total überrascht. Habe ich überhaupt immer Pokémon da schon geheilt? Weil ich bin einfach daran vorbeigelaufen dabei. Oder was? Lol. Also auf Level 50. Wir müssen eigentlich jetzt bereit sein, aber... Was machen wir jetzt mit diesem einen Potrot? Wo befindet sich das denn? Wo müssen wir dafür hin? Wir haben jetzt die... Gehen wir nochmal zurück nach Pyritus und gucken uns die Mails an. Mal sehen. Also wer hat uns eigentlich jetzt die Mail nochmal genau geschickt? Es war ja bald aus Orkus, nicht wahr? Taktik-Memo.
Moment, was? Ach so, das ist jetzt der Pokédex. Oder wie? So wie es scheint. Ich drücke nochmal A und es tut nichts. Sollte eigentlich den Ton abspielen, aber ich habe das Pokémon ja gefangen. Warte aus Orkus. Ach so. Müssen wir den Typen Bescheid geben? Oder was? Alter, ich weiß gerade nicht weiter. Oh, schon wieder bin ich so in einer Situation, wo ich ein wenig rumirre, weil ich nicht weiß, was ich jetzt tun soll. Weil das Spiel ist ja blind, wir wissen das ja. Ich möchte ja alle Krypto-Pokémon hier kriegen. Wo finden wir jetzt bitte schon einen Potrott? Ist es vielleicht das letzte geheime Krypto-Pokémon? Und können wir da jetzt wenigstens dann auch die Trainerin mit deren Stiebel kriegen? Und mir fehlt zudem ja auch noch von einem Krypto-Knecht Ultimo ein weiteres Krypto-Pokémon und vor allem von Shakira sein Metagross. Das wird die härteste Herausforderung sein. Herr Despota, haben wir schon von Oberkrypto Intrigo, es war schon unglaublich, sein Name als Bürgermeister, sein Name Maskat. Das war nur eine Falle, verstehst du? Wir sind damit schon durch. Oh Gott, nochmal. Ach, was ist denn das? Also es ist echt... Irgendwie fühle ich mich jetzt leicht ein bisschen verarscht, oder was? Wir haben doch schon... Wir müssen das Gerücht... Das Gerücht ist doch schon längst jetzt... das Gerücht hat sich jetzt nur wirklich als Gerücht erwiesen. Mehr nicht. Wir haben jetzt bereits die Krypto-Pokémon und müssen auch jetzt schon fertig sein. Mehr ist da nicht passiert. Wir sind durch das komplette Versteck durch. Oder befindet sich Drakral irgendwo anders? Hä, ich kapiere das nicht ganz. Was zum Teufel? Müssen wir nochmal da zurück? Ich glaube nicht. Wie steht es eigentlich mit dem Labor? Kommt da eine Mail? Nein, auch nicht. Weil wir waren ja auch schon mal dort, um uns das Krypto-Egelaber zu schnappen. Wie steht es eigentlich mit dem Duellberg? Werde ich das da auch... Ja, da passiert genauso wenig. Schön. Pff, ja. Puh. Was soll denn das eigentlich? Das ist doch wirklich jetzt ein dummer Scherz, oder was? Den finde ich jetzt überhaupt nicht lustig. Was ist eigentlich mit MRT? Ich will jetzt natürlich jetzt nicht jeden gottverdammten Ort hier... Mann, was ist denn da los? Was muss ich denn noch machen? Kapier das nicht ganz. Ich frage mich eigentlich, ob er den Lagerturm noch einmal da gegen die Embrus-Gegner kämpfen kann. Das kann gut möglich sein. Ich meine jetzt gegen die letzten Gegner im Kolosseum. Vielleicht sollten wir jetzt endlich mal den Fanag-Arena-Leiter herausfordern. Machen wir das mal schnell, wenn wir schon dabei sind. Vielleicht geht es dann in der Story weiter, weil den haben wir bislang noch nicht herausgefordert und meine Pokémon sind ja schon auf über Level 60. Die müssen also doch schon stark genug sein, gegen ihn anzutreten. Es sei denn, der hat Pokémon für Level 80, dann... Ja, dann gehe ich mich begraben, aber ernsthaft. Nee. Ich glaube nicht, dass dem so sein wird, weil das wäre doch wirklich übertrieben, aber maßlos. Sorry, schon recht spät bei der Aufnahme. Na, da gucken wir mal rein. Ich bin auf jeden Fall jetzt bereit, gegen ihn anzutreten, denke ich mal. Hallo. Primus, ja, so heißt er.
Ah, da bist du ja und dein Team spielt aus 6 Pokémon. Nun, hast du Lust mit mir zu kämpfen? Jo. Na gut, ich bin schon sehr gespannt auf deine Kampfkunst. Dann betritt den Kampfplatz in Mitte des Raumes und stell links den mittleren Ring auf. Ich bin auch schon gespannt, was der so zu bieten hat. So, dann mal los. Krish? Krish, denk ich an. Ich weiß, ich werde dich anfeuern. Ich bin mal gespannt, was man dann von dem bekommt. Also, hallo. Jetzt lass uns anfangen. Liefern wir uns einen fairen Kampf. Ja. Primus. Primleiter Primus. Oh. Level 40. Oh Gott. Okay. Ich hätte den Kampf schon viel früher bestreiten sollen, hätte ich das vorher gewusst. Guck sie das eine an. Das ist ja schwach. Also der Kampf... der Kampf wird schnell vorbei sein, dass es ihm lieb ist. Okay. Skorkla geht schon mal in die Knie. Und jetzt kommt sein Tuska. Sehr interessant. Eigentlich nicht, ich meine... Warum alles in der Welt ist da eigentlich so schwach? Ich meine, zu meiner damaligen Zeit hätte ich jetzt bestimmt keine Chance gehabt. Ich meine... Direkt nachdem ich gegen... war das Drakim? Oder wie ist denn nochmal der Typ mit seinen Krypto-Entei? Ich glaube, das war Drakim. Direkt nachdem ich gegen den gekämpft hätte, hätte ich vielleicht hier eine Chance gehabt, was zu reißen. Aber... Ich meine, wenn ich das jetzt so sehe, jetzt gerade bin ich wirklich so, also ziemlich overpowered gegen den Typen. Der hat keine Chance. Ich hoffe aber nicht, dass er auch noch Krypto-Pokémon bei sich hat. Nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Schwache Leistung, ey, schwache Leistung. Level 41. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihn dann gleich direkt nach Drakim oder wie auch immer der Typ hieß, herausgefordert. Aber ernsthaft, ich habe nicht damit gerechnet, dass der so schwach ist, der Typ. Höhe Level 40, naja. Dafür geht er ja gerade nochmal so. Sein Team ist ja nicht schlecht, aber der Level ist wirklich grausam. Aber vielleicht kann er noch stärker werden bei einem Revanchekampf. Das wäre echt nice. Wenn man sehen könnte, wie sein Pokémon-Team noch stärker wird. Ach komm, kannst du mir erzählen, du wirst also tatsächlich jetzt mit sowas kommen, ne? Das wird nicht auf ewig gut gehen, glaub mir, mein Freund. Ja, fängt schon an. Es besteht natürlich schon beim ersten Doppelteam die Chance, dass die Attacke jetzt nicht trifft, aber... Hab diesmal Glück gehabt. Und das war's mit seinem Nasknet und damit auch mit seinem letzten Pokémon. Bin gespannt, was wir jetzt bekommen als Belohnung. Das. Ja, überrascht, ne? Hast nicht damit gerechnet, dass meine Pokémon schon so stark sind? Was ein überwältigender Kampf! Ich bin wirklich ins Schwitzen gekommen. Gegen dich zu verlieren ist keine Schande. Ich bin froh, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Ja, und das war's. Gegen dich gekämpft zu haben, ich möchte dir das jetzt an den unseren Kampf geben. Ach so, man muss ihn vorher noch ansprechen. Team 27. Was? Ist das etwa... Ganz ehrlich, dieser Kampf war phänomenal. Ich werde ihn nie vergessen. TM 27, das klingt doch ganz schwer nach, weil das... Wo ist das? Hier. Ach so, Rückkehr. Und ich dachte, das wäre Psychokinese. Ich glaube, die Nummer gab's mal. Deswegen habe ich das jetzt so im Kopf gehabt. Tja, und was jetzt? Jetzt haben wir Arenaleiter Primus, also Primleiter Primus auch bezwingen können. Wie ist es eigentlich mit dem Haus des Bürgermeisters? Wer ist jetzt der Bürgermeister von Fennec? Was? Macht ihr zwei denn hier? Flex, was macht ihr denn hier aus? Jetzt, wo wir endlich wieder frei sind. Jetzt habt ihr den Bogen, die überspannte Zeit, der dran. Oh, was zum...
Ja, nee, ist klar. Jetzt nisten sie sich also tatsächlich ins Haus von Bürgermeister ein. Und dann fordern sie auch noch uns heraus. Was soll das denn? Bekommt man etwa von ihnen noch das Krypto-Dummesel? Wir könnten jetzt versuchen, auch noch den anderen D-Queen-Fan herauszufordern. Herr Knirscher. Immerhin sind die jetzt eine beste. Ist der jetzt mal eine bessere Herausforderung? Nicht ganz so schwach wie das Primleiter. Wie das Primleiter. Er sagt schon, seinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Mein Gott, ey. Ja, ich bin echt blöd. Genauso wie sein Name blöd heißt. Alter. Kurz den Bauch kratzen und weitermachen. Oder Bauch streichen. Ach du Scheiße! What the f... Okay. Naja, ich weiß, der Levelunterschied ist nicht besonders groß, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es gleich so reinhaut. Donnerwetter. Muss man ihn schon lassen. Glück, dass Psyanas noch überlebt hat. Na schön, noch ein Knirscher hinterher. Und... Rum. Wie man eigentlich einen Geist beißen kann? Das ist jetzt die Frage, die mich bisher immer beschäftigt. Wie kann man bloß einen Geist beißen? Ernsthaft? Bist so stark, das gehört ganz einfach verboten. Sorry, Kumpel. Und jetzt runter vom Bürgermeister-Sessel. Ja, gut, ich hab's kapiert, du bist so stark für mich gegen... Ich kämpfe dich nicht mehr. Was wollt ihr überhaupt in den Raum des Bürgermeisters? Ich weiß, der Bürgermeister ist euer Oberboss. Aber Gott nochmal, was... Treibt ihr hier? Es müsste eigentlich ein anderer Bürgermeister jetzt dran. Ich meine, was, mal ehrlich. Alle wissen, Fennec weiß nun, dass der Bürgermeister die ganze Zeit der Oberkrypto war. Und er ist jetzt eigentlich ja verhaftet worden. Und jetzt haben die einfach keinen neuen Bürgermeister gewählt. Oder wie, oder was? Das Leben geht einfach da friedlich weiter und die sind frei und haben sich jetzt im Haus des Bürgermeisters eingenistet. Hey, nur woher habt ihr gewusst, dass wir hier sind? Ich nervt ihn, aber das war das. Was sollen wir euch denn hintern? Jetzt will auch noch der Hain uns herausfordern. Mann, ernsthaft. Ja, der hat diesmal auch ein Kapalores. Und Krabums. Haben wir das überhaupt schon mal in dem Spiel gesehen? Ich glaube nicht. In diesem Spiel haben wir das, glaube ich, jetzt noch gar nicht gesehen. Krabums. Endlich mal. Wurde auch wirklich mal Zeit für sowas. In Kapalores dürfte es jetzt schwierig werden, weil es gibt da nur eine sehr effektive Attacke, die dagegen was hilft, nämlich Flug, und das beherrsche ich leider Gottes nicht. Ich hoffe aber, dass ich bald eine Flugattacke für Libeltra bekommen könnte. Fliegen wäre ganz nice, aber das kannst du bei Levelaufstieg nicht lernen, und die gibt es auch nicht als VM in diesem Spiel, weil in diesen Spielen gibt es ja keine VM. Was? Ist das alles? Das sind seine einzigen Pokémon? Kapalores und Krabums? Na klar, das waren starke Pokémon, aber trotzdem. Da hat er schon blöd weitaus mehr Pokémon als der. Nur zwei Pokémon, ey. Ja. Was soll's? Warum lasse ich mich immer sowas ein? Das frage ich mich auch. Denn was passiert ist, nachdem wir die beiden jetzt auseinandergenommen haben? Bitte verrat niemand, dass wir hier sind, okay? Das weiß bislang keiner. Was ist... War das nicht die Frau des Bürgermeisters hier? Oder wer ist das genau? Ah, das junge Bär, der Bürgermeister ist im Moment leider nicht zu Hause. Aber auch ständig unterwegs hier. Termine, Termine. Schrecklich. Und die weiß auch nichts davon. Ist es überhaupt seine Frau? Oder wer ist das eigentlich? Die weiß gar nicht, wer er wirklich ist.
dass der Typ ein ganz gemeiner Boss, ein hinterhältiger, dreckiger Boss einer gemeinen und widerlichen Gangstergruppe ist. Naja, jetzt haben wir mal das gesehen, aber was nun? Wie soll es jetzt weitergehen? Boah. Diese Frage beschäftigt mich jetzt die ganze Zeit über. Vielleicht sollten wir doch mal die Kolosseum mal begutachten. Und dann könnten wir vielleicht versuchen... Ich frag mich gerade... Vielleicht sollten wir in Orcus mal uns genau umgucken. Wir haben jetzt schon alle Orte besucht und... Keine Spur von einer neuen Mail. Wir haben ja schon bereits das mit Team Krypto geregelt. Team Krypto, Team Krall. Team Krall, mein Gott. Alter, wir haben jetzt schon öfters mit Team Krypto zu tun gehabt als mit Team Krall, obwohl wir beide eigentlich mehr oder weniger zusammenarbeiten. Naja. Ich würde vorschlagen, ich gucke mich jetzt mal offscreen um und informiere mich auch jetzt, wie es jetzt weitergehen soll, wie ich jetzt dieses dumme... Was war das jetzt nochmal für ein Pokémon? Es war ein Dummiesel. Nein, Dummiesel haben wir schon. Es war ein Potrot, genau, Potrot. Ich würde mich jetzt mal informieren, wie es jetzt weitergehen soll, also... Ja. Bis gleich. Es scheint so, als hätte ich mich eben... Team Krall versteckt noch nicht, genau umgeguckt. Oder warum habe ich ihn übersehen? Denn seht mal, wer da hier Feines hier im Büro rumlungert. Wie konnte ich den nur übersehen? Drakral, da ist er wieder. Wollen wir nochmal raus? Unglaublich, diese Unverschämtheit, einfach wieder hier aufzukreuzen, Chris. Gut, im Lagerturm habe ich verloren, aber das hier ist das Hauptquartier des Team Krall. Es ist zwar nur noch eine Ruine, aber für mich ist es trotzdem ein Heimspiel. Hier werde ich garantiert nicht verlieren. Diesen Kampf blende ich noch in diesem Part an. Bevor ich dann ab dem nächsten Part hier noch mehr mal genau umgucken werde. Weil ich habe auch noch gesehen, dass noch andere Trainer von Venus beschützt haben, auch noch hier rumlungern. Nur, ich glaube, irgendwo anders, wo ich mich noch nicht umgeguckt habe. Nun denn. Machen wir mal wieder den Typen hier. Feuer unterm Hintern. Zeigen, was wir können. Blöd Krebotag. Nicht Erdbeben einsetzen ist auch nicht gut. Erstmal so, ist mal zu paralysieren. Jetzt bin ich levelmäßig wieder im Nachteil. Aber ich müsste es trotzdem hinkriegen, gegen den zu bestehen. Der Typ ist zwar hart, aber ich denke, dass ich es trotzdem noch hinkriegen kann. Granbull. Der Bedroher kommt zum Einsatz. Aber aktuell verlasse ich mich jetzt erstmal sehr auf Spezialangriffe. Ich hoffe auf Paralyse, weil Kribotak könnte jetzt der Psyana ganz schön schwer treffen. Wow. Hätte nicht gedacht, dass es jetzt noch die Hälfte abzieht. Jetzt kommt Schwerttanz. Jetzt will es erst richtig heftig zuschlagen. Aber nicht mit mir. Psychokinese und hier kommt nochmal Feuerodem. Und dieses Krebertalk zur Schnecke. Vielleicht Grandbull noch mitreißen? Nö. Grandbull überlebt. Aber hier Feuerodem, das müsste reichen. Ist doch stärker als gedacht. Oder Krebertalk hat einfach nur eine zu schwache Spezialverteidigung. Könnte auch daran liegen. Ich glaube auch hier, dass es wirklich nur die zweite Option ist. Armaldo. What the fuck, Hyperstrahl. Und selbstverständlich killt das Psyana. Seems legit. Ey, verdammte Kacke nochmal. Du willst Krieg, ne? Den kannst du haben. So kurz vom Levelabstand, ich glaube, ich kotze. Muss ich wieder einen Beleber einsetzen. Aber ich habe ja welche gekauft, also sollte ich... Ich habe sogar noch Top-Beleber kommen, die setzen wir gleich ein. Dass Psyana dann auch gleich wieder kampfbereit ist. Es gibt noch einiges an Kämpfen zu bestreiten. Komm hier. Mach mal
Erdbeben, weil Suicune müsste alles wegtanken. Dann schauen wir auch gleich mal den Almaldo hier. Schauen an, Suicune hält da wirklich viel aus. Aber Almaldo leider Gottes auch. Und vermutlich am Levelunterschied oder Almaldo hat einfach nur eine gute physische Verteidigung. So, das wollte ich doch sehen. Und das auch. Ja, nice. Hübscher kleine Level-Ups, so wie es gehört. Mach mal. Also der hat immer eine Schwertanz-Taktik oder was? Der setzt immer des Öfteren auf Schwertanz, kommt mir so vor. Nochmal Erdbeben, komm. Gleich zweimal solche Angriffe, die was mehreren Gegnern Schaden zufügen können. So können wir gleich einmal Aldo killen und Machomai vielleicht auch noch. Naja, obwohl, da zweifle ich jetzt dran, was Suicune das auch schafft, weil Machomai hat ja schon mal den Angriff ganz gut weggesteckt. Ach, ich glaube, die Angriffssenkung, das war es. Deswegen macht jetzt, ja, sag schon, Dingens, Libeltra nicht so viel Schaden. Oh, mir empfangen schon den Namen, ey. Ich werde alt. Wow, Garados, ey. Okay. Boah, das machen wir, will es echt wissen. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt sollte ich mal Suicune könnte im Kampf drin bleiben. Setzt Surfer ein und die Beltra wird mal schnell gegen Ampharos ausgetauscht. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht Ampharos das Angriffsziel von Machomai sein wird, denn jetzt ist Machomai aufgepumpt. Und ja, Ampharos hat auch nicht gerade eine gute physische Verteidigung, wisst ihr? Zwar viele KP, aber nur schwache physische Verteidigung. So. Ja, dass es gegen Garados kaum was bringt, das ist wohl klar wie Kloßbrühe. Ich wollte wenigstens beiden Pokémon Schaden zufügen. Ey, der ist jetzt immer auf Angriffsstärkung. Was geht denn hier? Was? Das teilt jetzt auch über Strahl ein? Ja, supi. Und natürlich muss es Ampharos sein. Super, Ampharos ist das Einzige, was gegen Garados wirklich was ausrichten kann. Du Spast. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich kann Psyana etwas ausrichten. Psyanas hohen Spezialangriff muss ich mich jetzt verlassen. Ah, oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh, ein Glück. Dankeschön. Stimmt, der Garados hat er jetzt Tarantas eingesetzt. Deswegen ist es jetzt leicht schneller. Aber Psyana ist nach wie vor immer noch schneller. Gott, ey, der Typ ist echt dieses Mal die Härte. Das muss man ihn schon lassen. Der Typ kennt dieses Mal nix. Was? Ich hab keine... Oh, shit. Schön daneben Psystrahl. Ich hoffe, dass das auch ein bisschen was bringt. Reicht sogar locker, ey. Locker, locker, ey, ey. Nice. Immerhin. Ein großer Erfolg. Unglaublich, du bist ja noch besser geworden. Ja, komm. Als würde ich mich nicht verändern. Aber du bist immer noch ein Vorteil. Ich will dich jetzt nicht fragen, warum du uns abgöttiger springt, was du ihm gerade verraten hast. Aber du kannst dir sicher sein. Solange ich da bin, dass dem Karl immer wieder in Erscheinung treten. Und beim nächsten Mal bist du dran, bereite dich schon mal vor. Ach, verpiss dich bloß. Und da liegt was auf dem Tisch. Was ist das? Die U-Disk. Ah, eine neue UFO-Disk. Na, endlich. Aber U-Disk? Für die denn? Wieso sind alle Pokémon wieder topfit? What? Hört ja, tatsächlich nach dem Kampf. Oh, nice. Ja, komm. Ihr beiden könnt jetzt nach vorne, weil ihr beiden seid die einzigen, die noch im Level hinterherhinken. Denke das.
sollte ich jetzt am besten beheben. So, aber... ich weiß nicht, ob ich da noch auf die Trainerin treffe. Ich glaube, dass es noch mehr von denen gibt. Habe ich nämlich im Video so gesehen, dass jetzt noch eine andere von denen da war. Aber nur wo, das ist jetzt die Frage. Vor allem die eine brauche ich ja, die was das Sneeble hat. Jetzt sollte ich erstmal hier saven und... Ich gucke mich mal offscreen um. Das werde ich dann auch noch einblenden, wenn wir die Trainerin treffen. Also bis gleich. Tatsächlich, da ist jemand anderes. Ich bin auf Schatzsuche, dich hier zu sehen ruiniert mir völlig die Stimmung. Aber ist es eigentlich diejenige mit ihren Sneeble? Das ist jetzt die Frage, finden wir es mal heraus. Tatsächlich! Corazon und... Sneeble, da ist es! Sneeble! Ah! Endlich haben wir es gefunden. Gott sei Dank. Sehr schön. Ein weiteres Krypto-Pokémon, das wir verpasst haben. Jetzt fehlen nur noch zwei. Und die könnten sich jetzt noch im Lagerturm befinden. Die Frage ist nur, komme ich dann auch noch zum Lagerturm? Irgendwie hin? Ich könnte jetzt schon versuchen, einen Krallball einzusetzen. Ich weiß, es wird zwar nicht viel bringen, aber komm. Das dürfte wohl nicht so schwer sein, es zu fangen. Und hier... Nein, nein, nein. Oder ich schätze mal, Meganerva tausche ich mal zur Sicherheit gegen Ampharos aus. Für alle Fälle. Aber jetzt gucken wir mal, ob der Krallbein vielleicht jetzt schon wirkt, weil ich werde mir Ampharos erst bis nur wegen Paralyse holen. Also schnell mal einen wegen Paralyse in den Kampf schicken, für alle Fälle. Ja. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Das Problem ist... Ja... Oh Mann. Das Problem ist, ich kann jetzt keine Attacke einsetzen, die wenig Schaden macht. Also. Oh Gott, jetzt kommt auch noch Verwirrung, ich glaub's ja nicht. Ich setze auch mal einen Krallball ein und ansonsten kommt einfach auch schnell mit. Hier, mit Donnerwelle, falls es damit durchkommt. Problem ist ja auch, dass ich Sneeble jetzt nicht so wirklich mit Attacken treffen kann. Aber ich kann es mal probieren, ob es vielleicht schon so klappt. Mann! Er sagt immer, schade, fast hätte es geklappt, als wäre das schon einmal geruckelt. Die Frage, ob Ampharos jetzt auch zuschlagen kann. Ach, bam! Brauche ich ja gar nicht, Mann! Lol. Ja, toll, jetzt gräbt sich auch noch Corazon ein. Jetzt müssen wir noch extra Schere reinmachen. Kannst du noch probieren, ansonsten habe ich dann noch einen Timerball. Die wirken dann besser nach 20 Runden. Ich möchte jetzt nicht auf 20 Runden legen, ernsthaft. Und dann wechsle ich jetzt nochmal schnell auf... Ja, komm, Megania aus. Obwohl, wenn es jetzt mit Eisattack... Ach, komm. Nee. So. Nächster Krallballversuch, da es jetzt paralysiert ist... Könnte jetzt möglicherweise die Chance ein bisschen höher sein, aber... Ja, wir werden sehen, weil Sneeble wehrt sich leider Gottes ganz schön penetrant. Da sieht man's, das Sneeble ist leider Gottes... Mann! Hätte ich es bloß schon vorher fangen können. Das finde ich echt scheiße, dass es jetzt so laufen muss. Ja, ein Glück, dass ich gewechselt habe. Es ging ja direkt auf... Wäre es uns direkt auf Ampharos gegangen. Meganer kann die Attacken auch ein bisschen wegtanken. Ja, ich meine, Sneeble ist auch nicht gerade auf einem ziemlich hohen Level. Aber ich denke trotzdem, dass Meganer eigentlich ganz gut verteidigen kann. Und hier, ein Rasierblatt wäre zu riskant. Ist jetzt mal mein... Ich ruf's einfach mal, ist egal. Hauptsache ist, ich kann jetzt endlich mal... Hier, einkassieren, komm schon. Es nimmt sich ja nach und nach KP. Ich meine, es reicht immer noch nicht, aber trotzdem. Yes! Okay, jetzt keine Rücksicht mehr nehmen, jetzt bin ich dran. Wie bitte's? Jetzt habe ich seine Rune verschwendet, aber es ist scheißegal. Ich kann jetzt endlich angreifen.
Ach komm, doch nicht Meganie. Warte du. So, jetzt kommt mal Surfer zum Einsatz und du Meganie, bitte versuch's jetzt mit Hyperstrahl gegen Vipetes. Also los! Das Gute ist, dass ich jetzt auch das Krypto-Stiebel endlich einkassieren konnte. Boah, das war schon viel zu lange aus. Yes, komm, triff auch. Jawohl. Bam! Und tschüss. Jawohl. Aber mit der U-Disk müssen wir jetzt vorankommen. Jetzt haben wir jetzt endlich mal eine weitere Disk für das UFO. Aber kommen wir jetzt da wenigstens auch an das letzte Item ran? Das ist die Frage. Ich hoffe, dass wir dann auch an das letzte Item rankommen könnten. Mann, das brauche ich jetzt unbedingt. Ich wüsste so gern, was da drin ist. Vielleicht nichts Besonderes, aber... okay. Naja, da weiß ich wenigstens, was jetzt da drin ist. Wenigstens meine Wissenslücke gedeckt. Setzt ihr echt nur Verwirrung oder was? Scheint kommt immer nur mit Verwirrungstaktik. Ein Body Slam. Überstrahl brauche ich jetzt nicht mehr. Na gut, liebe Leute, jetzt haben wir den Kampf endlich hinter uns und ich würde sagen, im nächsten Part werden wir uns jetzt nochmal nach Orkus begeben und dort können wir jetzt zumindest mal den Lift benutzen. Und dann gucken, wie es dann weitergeht. Vielleicht finden wir dort jetzt endlich das letzte Krypto-Pokémon. Jetzt sollte ich einfach weiterziehen. Würde ich dir auch verraten. Würde ich dir auch raten, Mädel. Nice, wir haben es. Gucken wir uns das nochmal an. Kall-Info. Finden uns jetzt nur noch die Pokémon von Lagerturm. Vielleicht sind sie auch wieder dort. Gucken wir aber dann zum Abschluss doch mal dort nach. Hier. Und hier. Das sind noch zwei Lücken. Ansonsten müssen wir uns noch Potrot schnappen. Vielleicht finden wir das mit der Disk. Könnte möglich sein. Aber das sehen wir wiederum im nächsten Part. Ich hoffe, dass auch dieser Part euch zugesagt hat. Leider Gottes ist ja wieder ein bisschen lang geworden anscheinend. Aber wenn es trotzdem gefallen hat, bitte ich diese Bestätigung mindestens eines Klicks auf den Like-Button und den Video, weil es geht endlich weiter. Sorry also nochmal, dass wir wieder so herumgeirrt sind. Und ja, ich irre auch wieder herum, weil ich den falschen Weg nehme. Ich will jetzt eigentlich jetzt zum Ausgang von diesem... Ich will jetzt eigentlich hier endlich mal raus aus diesem Schlamassel. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich gehe einfach offscreen raus und sage danke fürs Gucken, wie schon gesagt, Daumen hoch, wenn es gefallen hat und ich hoffe, ihr seid noch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Also seid gespannt und klickt da rein, euer Crush45 geht hinein, bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Kolosseum. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.